Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nur ein Versuch mit einem außer Jay, denn der ist aktuell im Urlaub. Du müsstest heute Beat reden, das wäre viel besser. heute spielen wir Crypt of the Necrodancer. Crypt of the Necrodancer spielen wir heute. Wer kommt am weitesten, wer kommt am wenigsten weit? Ich war leider ein Dulli, deswegen habe ich ohne nachzudenken schon das Tutorial gemacht. Das heißt, alle anderen durften auch das Tutorial machen. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten wir schon einen Verlierer, denn Sepp ist im Tutorial gestorben. Aber zählt nicht, weil so funktioniert das nicht. Wir müssen alle mit dem gleichen, also jetzt geht es los erst, jetzt mit Zone 1. Ja, genau. Das heißt, ich wünsche euch sehr viel Erfolg und wir sprechen uns wieder, wenn wir durch sind. Ja, wenn wir alle tot sind. Ja. Geil. Also, see you later. Okay, der Witz ist, man darf nur sich im Takt bewegen. So ungefähr. Easy. Also, ich kann jetzt mit aufwärts und abwärts so ein Ding werfen und mit abwärts und links eine Bombe setzen. Aber gucken wir mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann sich die Gegner bewegen. Wie, warum? Ich kann ihn nicht mehr angreifen. Ja, nice, das funktioniert doch schon mal. Okay, Münzenmultiplikator verloren. Jawohl, Breitschwert. So, Party People, merkt ihr den Beat, den Move? Wir gehen Level 1. Okay, die Mucke ist nur halb so geil wie das andere. Ah, man, ach da, ich hab mich nämlich... Kriege ich irgendwie... What? Was war das denn? Hab ich den gerade geworfen? Hä, wie hab ich denn meinen Dolch gerade geworfen? Ach, aufwärts und abwärts. Ah, lol. Oh nein! Oh mein Gott, jetzt habe ich schon direkt Schaden gekriegt. Alle Items werden zu Glas. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber ich habe schon ein halbes Leben verloren und ich weiß leider nicht so ganz, woran das liegt. Junge. Aber mal direkt 5 Leben. Bam, badam, badam. Ah, weiter geht's. Zack, zack, zack. Aua. Scheiße. Guck mal, hier konnten wir buddeln. Wir können ja buddeln. Lol, wir können buddeln. Lol. Okay, krass. Man kann buddeln. Krasser Scheiß. Okay, kein Problem. Man kann ja auch Wände ein... also wegbuddeln. Spring, Sprung, Ting, Zang. Rechts, 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 rechts. Bam, badam, badam. Da war der Gegner, yeah. Zack, zack, zack. Zack, zack, yeah. Jump, jump, jump. Jump, hoch, runter, yeah. Runter, yeah. Schlag, schlag, zack. Wow, alter Junge, die hat mich ja geschlagen. Jawohl, moin. Hier ist ein Shop. Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe voll viel Geld. Gib mir ein geiles Schwert. Käfig öffnen. Multiplikatorenbasierter Schaden. Ich muss mich ja nicht unbedingt bewegen. Alle Items sehen. Käfig öffnen. Lol. Den will ich gar nicht befreien. Weil ich dadurch keinen Vorteil habe, wenn ich mir das richtig angucke. Aua. Nice. Hier fehlt ein goldener Schlüssel und wir haben eine geile neue Waffe. Oh, what? Das ist ein Endboss! Arsch! Wieso ist denn da so ein fettes Drachenvieh? Jawohl! Haben wir weggemacht, die Sau. Song vorbei, nächstes Level. Ah, Leute, man hat nur so lange Zeit, wie der Song geht.
Ah, der Song war vorbei. Ich dachte schon, ich wäre gestorben. Ah, okay. Song vorbei, nächstes Level. What the fuck? Kann man sich irgendwo Leben holen? Okay. Was passiert, wenn ich hoch und runter drücke? Ist das mein Tod? Ich bin schon tot! Ich habe 4 Minuten durchgehalten! Oh, what the fuck? Oh my fucking God. Da haben wir einen goldenen Schlüssel. Oh. Was? Ich bin gestorben. Der hat mich getötet, dieser Bulle. Mit einem Schlag? Bin tot. Ja, easy. Hier, shop. Geil. 50 Münzen hab ich nur. Geiler Typ. Zack, 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 zack. LOL! Yo, Sigi, Alter! Okay. Da bin ich ein Loch gefallen mit Tod. Alles klar. Einfach nur überleben. Drücke hoch und runter, um weiterzumachen. Das kann nicht wahr sein! Da bin ich gestorben, Junge! Alright, 3, 2, 1. Das waren alle unsere Leben. Jeder von uns ist gestorben. Okay, wer hat Schiss bekommen, als der Song vom ersten Level ausgelaufen ist? Ja, safe. Ich dachte, ich wäre tot. Ja, ich dachte auch, ich sterbe jetzt. Ich dachte auch, ich sterbe. Nein, ich bin jetzt tot. Und dann heißt es, drücke hoch und runter, um weiter zu... Ich sag, Gott sei Dank, Alter, Level 2. Zone 1, Level 2. Ich habe eben erst festgestellt, dass man buddeln kann. Das ist wie Minecraft ein bisschen, ey. Ja, man kann buddeln, wenn man einfach irgendwo gegenläuft. Das habe ich im ersten Level gecheckt. Da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, habe mir den Shop angeguckt. Weißt du, und dann ist einfach der scheiß Song vorbei. Der schwarze Tenor im Shop ist ja wohl geil, oder? Was ist denn der Shop? Ich glaube, ich hatte keinen schwarzen Tenor. Ich hatte bei mir im Tenor steht ein schwarzer Typ und der fängt an zu singen, wirklich so. Lo! Oder die Mucke wird voll episch. Ich finde ein bisschen schade, ich habe das Gefühl, dass, also den Song, den du im Hintergrund hörst, dass das dass die Streifen ein bisschen schneller auf das Herz treffen, als der Beat eigentlich ist. Ja, dann hättest du, das ist die Soundlatenz, und die musst du ja einstellen. Ja gut, aber woher weiß ich denn, was davon jetzt richtig ist? Also jetzt muss ich die quasi nachkalibrieren. Genau. Aber, also ich sag mal so, ich sag noch nicht, wann ich gestorben bin, sondern wie. Ich bin auf so ein Buch gehüpft, das ist dann aufgegangen, weil das eine Falltür war oder so. Dann bin ich in den Raum gekommen, da ist ein fetter Drache drin. Yo, in dem bin ich auch! Und dann kriegst du die Nachricht, überlebe! Und dann ist alles und hast keine Waffe mehr und nix. Ja doch, eine Waffe habe ich schon. Also, nee, ich hab schon eine Waffe, den kannst du auch kaputt hauen. Nee, ich bin gegen den Gegner gelaufen, dagegen nicht, weil mir statt nur überlebe, irgendwie bis die Zeit um ist oder so. Ja, ich lesen. Ich hab einen getötet, easy. Hat das denn überhaupt einen Grund, warum die Dinger unten rot werden statt blau irgendwann? Das ist ja, der Ende Song vom dann, Song. Genau, Ende vom Song. Ah. Also er wird dann... Sinn. Ja, und dann kannst du halt gucken, so, hey, langsam musst du los. Okay, das heißt, ich bin exakt so weit gekommen wie Christian. Ja, also ich hab welches Zone Level 1, ist denn Level das? 3. Bitte, was ist Level 3? Halt nee, das ist halt, die Level werden Zone wahrscheinlich 1, random 3. generiert. Genau, da stand ja, in welchem Level du warst. Ach so, ja, stimmt. Deswegen habe ich das Spiel halt noch offen. Dann hat Christian den dritten Song quasi gehabt, ne? Ich hab das Spiel auch noch offen. Ja. Aber, Moment, aber gilt denn nicht dat die Falltür als noch einen nach unten? Ja, aber das sind doch prozedural. Nee. Level. Ich glaube, die sollten gar nicht gleich sein, oder? Oder sind die Level gleich? Ich hätte jetzt gesagt, die sind random.
weil die sehen halt so aus. Ah ja, stimmt. Ne, wenn du durch die Falltür fällst, kriegst du ein Level. Ich bin auch Zone 1 Level 3. Ich bin durch das Buch gefallen. Also ich bin Zone 1 Level 2 und in Level 2 falle ich durch das Buch und bin in Zone 1 Level 3. Wow. Ah ja, der Mann ist clever, der guckt in das Video. Ja, okay. Das ist halt, dann seid ihr auf jeden Fall Level 3. Bis da bin ich nicht gekommen. Ja, bin ich auch nicht gekommen. Ich bin nicht gefallen. Ich bin Level 2. Also ich bin auch in Level 2 gestorben, weil ich auf eine Falle gekommen bin, weil ich nicht wusste, dass es eine Falle ist. Das war natürlich nice. Da habe ich Leben verloren. Dann habe ich gegen so einen Zentauren gekämpft und der hat mich easy weggeklatscht. Was ist denn dein Münzscore? Danach müssen wir dann ja gehen. Münzscore ist 85. Okay, meiner war 54. Damit habt ihr mich verloren. Damit habt ihr mich beide komplett zerstört. Was ist denn der Münzscore? Also wie viele Münzen du hast? Ja, wie viele Münzen du eigentlich wenn du stirbst, hast. Aber das ist eigentlich unfair, weil wenn du was beim Händler gekauft hast, dann werden die logischerweise abgezogen. Ja, aber dann hast du ja auch ein besseres Gear. Sicher, dass die dir abgezogen werden beim Münzscore? Ich, das sah keine für Ahnung. Mich so aus, als wäre das einfach die Zahl, die du insgesamt gesammelt hast in dem Run. Siehst du hey, doch am ich Ende. Bin nicht tot, nee, da siehst du doch am Ende, wie viel Geld hast du oben rechts stehen. Ja, ich habe gerade den Replay drin, ist das Problem. Ja, bei mir, ich hab rechts oben 51 Münzen und bei mir steht Münzpunkte stand 51. Nee, ich bin da auf Replay starten gegangen und dadurch fängt er jetzt wieder bei mir von vorne an, deswegen kann ich das nicht mehr sehen. Aber ich habe mir auch nichts im Shop gekauft und hatte trotzdem nur 54. Okay. Genau, ich habe natürlich auch nichts gekauft im Shop. Gibt's denn, es gibt eine Bestenliste, kann man da irgendwie noch gucken? Da gibt's nämlich so Punkte. Also, ja, Peter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr dürft jetzt in den Kommentaren schreiben, was für ein Spiel ich spielen muss. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wer ist denn von den beiden am weitesten gekommen. Ja, wir sind exakt gleich weit gekommen. Ja, was aber sagt denn der Score? Also, wir können ja gucken, wer hat denn mehr Gegner gekillt in dem Raum? Und habe ich einen gekillt? Ich gucke mir ganz kurz im Video. Nee, Münzscore ist doch das nächste, was wir nehmen. Ja, in der Regel ist der Münzscore das nächste, was du nimmst. Okay, da habe ich 51. Ich habe 58 Münzenpunkte. Und dann hast du gewonnen. Ja, Christian ist damit der Sieger. Und darf in den Kommentaren dann auswählen, welches Spiel ich denn spielen muss. Nice, GZ. Bitte tatsächlich, das ist wirklich ernst, wir nehmen keine Spiele, wo man wirklich nackte Leute sieht. Achso, das stimmt. Keine Songsachen. Also, ja. Das geht nicht. Also, ne, ansonsten, also bitte gerne alles, ja, aber keine nackten Leute, ja, weil ich sehe schon die Anemies. ja, okay, auf, ja, guter Punkt. Okay. Ne? Alright, das war mal eine kürzere Folge, nur ein Versuch, aber das kann manchmal auch passieren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß. Ich hab gedacht, ich wäre als erstes so schnell tot gewesen. Nope, ja, wir waren noch schneller. Nice. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.